Und herzlich willkommen zu Tag 4, Türchen 4. Ich habe irgendwie gerade voll Schmerzen, ich kann gar nicht sitzen. Oh, so. Ich war am Freitag beim Sport. Irgendwie kommt der Muskelkater ja gerne mal 2 Tage später. Aber irgendwie wie so ein Kamm. Oh, naja, egal. Ich wollte nochmal was zu diesem Ding von gestern sagen. Weil ich ja dachte, ja, ist ja nur für Männer, aber das ist ein Pärchenspielzeug. Weil ich das Ding hier außer Acht gelassen habe. Also das ist halt dann für die Frau. Also das kommt dann, sollte dann auf den Kids-Lobo kommen. Aber keine Ahnung, ob das funktioniert. Ja, nochmal kurz dazu. Und dann war gestern ein Buch. Wieder Beschreibung dazu. Und ich habe das halt auch mit dem Handy gemacht. Hat alles wieder gut funktioniert. Und da war halt nur so eine kurze Erklärung halt, was das ist und nochmal so ein paar Tipps zur Stellung, bla bla bla. Ja, auf jeden Fall gut so. Hier. Lass mal suchen. Da unten. Übrigens, man sieht heute Sonntag-Look. Ich habe meine Haare auch nicht gewaschen und sehen die so platt aus. Dafür halten sie. So. Berührung ist eine der meistvergessenen Sprachen. Ausrufezeichen. Oh, ich habe schon eine Ahnung, was drin sein könnte. Ich glaube, das ist was für mich. Eine Massagekerze. Steht hier alles auf Englisch. Ja, muss ich mir später durchlesen. Mal öffnen. Boah, ich hatte die Hoffnung, dass was drin ist. Ich mag Sachen, die riechen. Wahrscheinlich, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so ist, aber wahrscheinlich ist es so, dass wenn man das dann die Kerze anmacht, wir geben das auf, und das Wachs flüssig ist, dann kann man das Wachs bestimmt auf die Haut dingsen, oder? Boah, riecht voll intensiv. Ich weiß auch nicht nach was. Aber auf jeden Fall lecker. Boah, ich finde es viel zu schade, um die anzumachen, ey. Boah. Zünden Sie die Kerze an, warten Sie ca. 20 Minuten und löschen Sie die Flamme. Gießen Sie dann das geschmolzene Öl in die Hand. Ach, das ist Öl. In die Handfläche. Das Öl wird warm sein, aber nicht heiß. Und bestreichen Sie damit zärtlich den Körper Ihres Partners. Das Feinaroma? Heißt das nicht das feine Aroma? Egal. Die angenehme Wärme des Öls und eine sinnliche Massage werden zusammen zu einer für die Sinne aufregenden Erfahrung leiten. Wichtig, löschen Sie die Flamme, bevor Sie das Öl gießen. Lassen Sie nie die Kerze ohne Beaufsichtigung brennen. Stellen Sie die Kerze auf eine wärmebeständige Oberfläche, fern von Stoffen und Entflamme, bla bla bla. Pumpe. Ja, bla bla bla. Ah hier, lassen Sie die Kerze länger als 3 Stunden brennen. Ah nee, nie als 3 Stunden. Ja, darf mich nicht von Kindern geraten. Das finde ich cool. Aber dafür brauche ich doch keinen Partner. Ich kann das auch selber anmachen. Und mich selber damit einreiben, oder nicht? Boah, ich hoffe, man riecht da noch was so gut. Ja, das finde ich cool. Darüber freue ich mich. Okay, ich wünsche dir noch einen schönen zweiten Advent und wir sehen uns am Morgen wieder. Bis dann!